Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zum ersten Video, was sich um das Thema Optionen drehen soll. Also ich möchte ja da eine kleine Videoreihe machen und das erste Video dazu, da geht es eigentlich gar nicht konkret um Optionen, sondern erstmal nur um eine Motivation, warum ich damit angefangen habe. Weil ich denke, das ist extrem wichtig oder ich glaube, ich könnte da extrem hilfreich für euch auch sein, wenn ihr gerade zu den Leuten gehört, die sich mit dem ganzen Thema Finanzen und Einkommen überhaupt gar nicht auseinandergesetzt haben und eher so jeden Tag halt zur Arbeit gehen und dann bekommt man halt Geld und dann versucht man mit dem irgendwie klarzukommen. Falls ihr zu den Leuten gehört und das sind wahrscheinlich ziemlich viele, dann schaut euch jetzt dieses Video an. Cool, dass ihr dabei seid. Wir fangen auch gleich an. Also ich werde so ein bisschen hier das grafisch versuchen, mehr oder weniger nochmal zu verdeutlichen. Und ja, fangen wir direkt an. Und zwar, ich möchte eigentlich anfangen, und das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen wundern, aber ich möchte anfangen mit quasi der Herleitung, warum ich das eigentlich mache oder was meine Beweggründe waren mit der Einteilung, mit meinem Modell, was aus dem Kapital kommt, von Karl Marx. Und weil wir befinden uns im kapitalistischen System, das wird zwar gerne immer von der Politik so als soziale Marktwirtschaft und so getarnt, aber schlussendlich ist es ein kapitalistisches System mit Vor- und Nachteilen, was es eben hat. Aber ich finde diese Grundanalyse, teilweise, was da von Karl Marx gemacht wurde, die ist nicht falsch. Also die ist eigentlich ziemlich aktuell. Ich bin auch kein Experte. Ich nehme mir, ziehe mir da jetzt mehr oder weniger ein paar Sachen raus und die sind auch nicht so hundertprozentig wahrscheinlich perfekt richtig alles, weil ich habe das Kapital jetzt nicht gelesen, aber ich kenne so grob die Inhalte, kenne ich schon ein bisschen von der Theorie, aber ich bin da bei weitem kein Experte. Was aber Karl Marx gemacht hat, war, und die ist auch diskutabel, diese Einteilung, aber ich möchte, finde es zur Veranschaulichung eigentlich ziemlich gut. Er hat im Prinzip die Menschen in zwei Klassen eingeteilt. Und ich zeichne das jetzt hier mal einfach hin, indem wir hier eine Linie zeichnen. Und zwar, was ist die grobe Einteilung von Karl Marx? Er unterteilt die Menschen mehr oder weniger in, ich nenne es jetzt mal Lohnarbeiter. Und was ist die andere Klasse? Die andere Klasse sind die Kapitalisten, ich nenne sie jetzt hier einfach mal Kapitaleigentümer. Eigentümer. So. Und wer gehört jetzt eigentlich in die Gruppe Kapitaleigentümer und wer gehört in die Gruppe Lohnarbeiter? Hier ist schon sehr diskutabel. Eigentlich alle, die angestellt sind, sind in dem Bereich auf jeden Fall in dem Bereich Lohnarbeiter und deshalb ist auch natürlich ein DAX-Vorstand in dem Bereich Lohnarbeiter. Und so ganz grundsätzlich ist eben so, dass mehr oder weniger, das steht da auch so drin, die Kapitalisten durch Ausbeutung der Lohnarbeiter eben den Mehrwert generieren. Das ist, kann da einfach mal so hinnehmen. Das Wort Ausbeutung ist in der Stelle relativ hart. Gerade jetzt hier in Deutschland und so ist natürlich. Das muss man das natürlich so, schon ein bisschen relativieren, da doch ein Großteil der Menschen geht es dann doch relativ gut, materiell gesehen, obwohl sie mehr oder weniger von den Kapitalisten ausgebeutet werden. So, das ist so die grobe Einteilung, was es im Kapital oder die im Kapital vorgenommen wird. Jetzt gibt es aber noch eine andere Einteilung, ein anderes Modell, wo diese zwei Gruppen, also die Kapital Eigentümer und die Lohnarbeiter nochmal ein bisschen feiner unterteilt. Und das ist eher von der kapitalistischen Sichtweise her. Und dazu mache ich hier jetzt nochmal eine Linie rein. Und das kennen sicherlich viele. Das ist das sogenannte Cashflow-Quadrant. Und das kommt aus dem Buch Rich Dad Poor Dad von Kiyosaki.
Da ist einfach so, ich mache quasi, es gibt vier mögliche Einkommensquellen. Ich sage jetzt gleich was dazu, was die vier mögliche Einkommensquellen sind. Also der hier in dem oberen Quadrant, also hier in dem Quadrant, das sind die Angestellten. Dann haben wir hier die Selbstständigen. Und dann haben wir hier die Unternehmer und die Investoren. So, und was vereint die jetzt eigentlich? Beziehungsweise, wie passt das jetzt zusammen, dieses Modell von Kiyosaki und das Modell eigentlich von Marx? Also man muss hier schon ein bisschen aufpassen. Es ist natürlich nicht ganz schwarz-weiß. Ich mache die grobe Einteilung so, weil ich fand, es passt eigentlich relativ gut. Es gibt eine Gemeinsamkeit, was Angestellte und Selbstständige haben. Und eine große Gemeinsamkeit, was Unternehmen und Investoren haben, und das ist quasi das Fundamentale daran. Und das ist genau das Gleiche, was eben nach Marx die Kapitaleigentümer und die Lohnarbeiter haben. Und zwar sowohl die Angestellten als auch die Selbstständigen tauschen Zeit gegen Geld. Geld ist ja mehr oder weniger das Produkt, mit dem dann Waren getauscht werden. Beide Gruppen tauschen schlussendlich ihre Lebenszeit gegen Geld. Und deshalb ist auch bei vielen Selbstständigen so, heißt ja auch ständig und selbst, wenn die nicht arbeiten, dann sind sie eigentlich sofort pleite. Deshalb würde ich sogar behaupten, dass es vielen Selbstständigen nicht wirklich besser geht als den Angestellten. Und genau deswegen, weil man kann natürlich schon sagen, eben wenn man jetzt so ein keine Ahnung, ein kleiner Buchhändler um die Ecke, der ist natürlich irgendwo eigentlich jetzt nach der Marx-Theorie schon auch wieder auf der Kapitaleigentümerseite. Aber dadurch, dass er ja mehr oder weniger selber, wenn der Eigentümer natürlich zu 100% seine eigene Arbeitskraft an sich selber verkauft, sehe ich ihn jetzt eben auch zu der Gruppe der Lohnarbeiter dazu, weil die sind oftmals noch viel stärker im Hamsterrad als jetzt die Angestellten. Und bei, sage ich mal, so ganz klassisch Selbstständigen, nennen wir einfach mal einen Personal Trainer oder so, ja, ich meine, der hat überhaupt gar kein Kapital. Und wenn der einmal Urlaub macht, dann hat er kein Einkommen mehr. Und wenn quasi dann, und deshalb ist ja so, oder Musiker zum Beispiel, da leben ja die meisten vom Hand in den Mund. Und auch hier ist so wie bei der Angestellten, zu der Angestellten gehört natürlich der DAX-Vorstand auch dazu. Genauso bei den Selbstständigen. Es gibt natürlich Musiker, die natürlich extremes Einkommen haben, denen geht es materiell auf jeden Fall ist weitaus besser wie den meisten anderen und auch wahrscheinlich sogar weitaus besser als den einen oder anderen Unternehmer. Und also hier hat man natürlich auf jeden Fall gewisse Ausnahmen drin in diesem Modell, wo das Modell nicht ganz hundertprozentig passt, aber das ist einfach ein ganz normaler Modellfehler, der gehört jetzt einfach auch mit dazu. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass, wenn man es jetzt anschaut, dass die Lohnarbeiterseite immer schlechter dasteht finanziell jetzt als die Kapitaleigentümerseite. Und warum das so ist, gibt es wahrscheinlich viele Untersuchungen. Ein Punkt ist, denn der kann man nämlich eigentlich schon aus dem Kapital ableiten. Der ist nicht in dem System verankert. Der Kapitalismus ist nicht fair. Es ist eben nicht so, dass das Einkommen gleich verteilt ist, sowohl quasi Lohnarbeiterseite als auch Kapitalseite. Die Kapitalseite ist einfach bevorteilt und das ist in dem System verankert. Weil es macht gar keinen Sinn, wenn das nicht so wäre, dann würde das System Kapitalismus gar nicht funktionieren. Das ist schon mal ein Punkt, den wir uns jetzt mal merken. Und ich würde aber noch einen zweiten Punkt nämlich gerne anführen, der hat jetzt mit dem Kapitalismus als solches gar nicht direkt was zu tun, sondern es gibt noch einen zweiten Punkt, was jetzt meine These verstärkt. Dass eben diese Kapitalseite bevorteilt ist, und zwar steuerrechtlich.
Wenn wir uns das steuerrechtlich jetzt einfach mal anschauen, diese zwei Gruppierungen, die Angestellten und Selbstständige und die Unternehmer und Investoren, dann ist leider auch so, dass die Seite, und das ist auch im System so verankert, und die Gründe will ich jetzt hier gar nicht ausführen, warum das so ist, ist einfach so, dass die Angestellten und Selbstständigen deutlich benachteiligt sind zu den Investoren und Unternehmern. Ich möchte hier auch noch einen Begriff, also wir haben jetzt ja die Unterscheidung Angestellter, Selbstständige, Unternehmer, Investoren. Ich würde jetzt hier auch gerne nochmal einen Finanzbegriff einführen, der beim Finanzamt sicherlich sehr bekannt ist, also die quasi diese Angestellten, Selbstständigen Seite. Die werden auch gerne einfach als Melkkühe genannt. Also das sind die sogenannten Melkkühe. Und die Kapitalseite, da gibt es auch einen guten Begriff dafür, das sind die sogenannten Goldesel. Und da sieht man eigentlich schon, dass es auch das Steuersystem einfach, das kann man sich auch mal überlegen, warum das so ist. Das ist natürlich so, es ist natürlich mit die Kapitaleigentümer haben natürlich eine viel stärkere Lobby und können natürlich da in der Politik das auch viel besser durchsetzen. Und das, braucht man nur die Steuergesetzgebung anschauen, wenn es geholt wird, irgendwo die Kohle, wenn das Gesamtsystem startet, wo ja alle dazugehören, Geld braucht dann doch eher von den Angestellten und Selbstständigen. So, das sind jetzt schon mal die zwei Punkte, die mal zum Nachdenken anregen sollten. Auch wenn ihr mehr oder weniger zu dieser kleinen Prozentgruppe gehören, dass ihr im Angestelltenbereich unterwegs seid und zu den Besserverdienenden gehört. Ja, und um meine These jetzt einfach nochmal zu belegen, schauen wir uns doch einfach mal, und das ist ganz cool, das sind aktuelle Zahlen, schauen wir uns doch einfach mal die Vermögensverteilung in Deutschland an. Und das wird jetzt krass, Leute. Also wir schauen uns bloß mal zwei Zahlen an. Also schauen wir mal an, also machen wir eine kleine Tabelle. Wir mal sagen jetzt, okay, Anteil der Bevölkerung, also BA-Anteil und Anteil am Vermögen, also VA. Dann ist so, dass die reichsten 10%, jetzt fragt euch mal, wie viel Prozent die am Vermögen in Deutschland besitzen. Es sind genau, oder ungefähr, nicht genau, zwei Drittel, das heißt 66%. Das ist ja schon mal krass. Jetzt kann man sich ja nochmal fragen, wie viel hat eigentlich das obere 1%? Das sind 25%. Und wenn man jetzt sich in diese Zahlen ein bisschen näher reinschaut und zum Beispiel rauszieht, also das gilt ja schon als reich, sagen wir mal, ab 1 Million Euro, kann man ja auch anders definieren, aber wenn man jetzt mal sich die anschaut, wie setzt sich diese Gruppe an Leuten eigentlich zusammen? Dann wird man nämlich sehen. Also zum einen, oder woher beziehen sich, wenn man sich den Cashflow Quadranten anschaut, dass sich die Leute ihr Einkommen, dann ist es so, dass sie entweder selbstständig sind oder Unternehmer. Und das liegt natürlich daran, dass, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass es natürlich Selbstständige gibt, die sehr gutes Einkommen haben. Und die müsste man auch wirklich fairerweise dann eher auf die Kapitalseite zuordnen, weil zum Beispiel ein Arzt, der eine Praxis hat, der ist ja gleichzeitig Unternehmer. Wenn man die Zahlen auch nochmal anschaut, dann findet man aber nochmal eine weitere Gemeinsamkeit, was sie haben. Weil beide Gruppen sind nicht nur jeweils in ihrem die selbstständigen Quadranten unterwegs oder Unternehmerquadranten, nein, sie sind auch im Investorenquadranten unterwegs. Ich war früher auch nur in diesem Quadranten hier unterwegs, also im Angestelltenquadranten. Und ja, da fragt man sich dann schon, man bekommt irgendwie mehr oder weniger viel Geld, aber irgendwie kommt nichts zusammen, so im Großen und Ganzen. Ich habe mich auch immer gefragt, wie sich Leute Autos leisten können, die, keine Ahnung, 50.000 Euro kosten. Und dann gehört man eher sogar, wenn man sogar zu den Besserverdienenden gehört,
denken sich auch, okay, aber trotz allem, da muss ich schon ganz schön viele Monatsgehälter reinstecken. Ja, deshalb, und das kann ich nur jedem raten, oder sich mal zu überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, sich nur in diesem Cashflow-Quadranten aufzuhalten. Weil, wie gesagt, es ist nicht nur so, auch vor dem Hintergrund, was ich eben angeführt habe, dass diese Seite, insbesondere die Angestelltenseite, vom System her benachteiligt ist. Sowohl vom kapitalistischen System als auch vom Steuersystem. Deshalb ist nur, für mich war es dann nur logisch, wirklich auch auf diese Seite rüber zu wechseln, also auf die Investorenseite. Das habe ich vor circa 7 Jahren gemacht und ich muss sagen, das hat sich schon gelohnt. Und auch dieser Prozess, wenn man mehr oder weniger von der Angestellten rein Angestelltenseite in die Investorenseite wechselt, da verändert sich was im Mindset. Man merkt aber auch, dass in dem Bereich, sage ich mal, an der Kapitalseite wirklich das große Geld gemacht wird. Das bekommt man dann mit der Zeit mal mit, wenn man tiefer mal einsteigt. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, im Angestelltenquadranten, und da sind wir dann wieder bei der Analyse von Karl Marx, also wirklich fair bezahlt wird es, glaube ich, nicht. So langsam kommen wir mal an den Kern ran. Ich möchte noch mal einen Punkt einführen, und zwar, auf welchem Markt sind denn eigentlich diese Beteiligten hauptsächlich unterwegs? Und ich meine, dann natürlich sind alle in allen Märkten unterwegs, aber ich möchte es trotzdem ein bisschen wieder vereinfachen. Und zwar, logischerweise, Angestellte und Selbstständige sind auf dem Gütermarkt. Und neben Gütermarkt, da gibt es dann nicht noch einen zweiten Markt. Und zwar, das ist der sogenannte Finanzmarkt. Und der Finanzmarkt ist genau dieser Markt, wo eben sich die Kapitalisten, also die Kapitaleigentümer, hauptsächlich oder, sage ich mal, einen ganz großen Anteil haben, quasi im Marktgeschehen. Natürlich ist ein Angestellter als auch ein Selbstständiger irgendwo im Finanzmarkt auch untermittelt, ganz automatisch, sei das, sobald ihr ein Tagesgeldkonto habt. Der Geldmarkt gehört zum Finanzmarkt. Es gehört aber auch der Aktienmarkt dazu oder der Kreditmarkt gehört dazu. Ihr könnt dadurch, wenn ihr eben auf die Investorenseite wechselt, euren Anteil in diesem Finanzmarkt einfach dadurch auch erhöhen, weil der Kapitalmarkt, dort wird nur Kapital umverteilt. Die Ware, die dort gehandelt wird, das sind Wertpapiere. Aber es wird kein Mehrwert eben erzeugt. Mehrwert wird nur erzeugt, und das ist eben auch aus der Theorie von Karl Marx, indem Kapital durch Lohnarbeiter verwertet wird. Mehrwert wird dann geschaffen im Gütermarkt, aber wie sieht der Prozess jetzt ganz grob aus? Der Prozess sieht einfach so aus, dass Kapital aus dem Finanzmarkt über die Unternehmen oder über die Investoren zu den Lohnarbeitern transferiert wird, beziehungsweise das Kapital wird dazu genutzt von den Lohnarbeitern, um diesen Mehrwert zu generieren. Also die Lohnarbeiter verwerten das Kapital und generieren dadurch dann eben den Mehrwert. Und jetzt kann man sich natürlich schon die Frage stellen, oh, das ist mir alles egal, will alles hier, alles böse, was das ist. Und dann frage ich mich, warum? Hier auf der Seite vom Finanzmarkt, da sind auch die ganzen großen unterwegs. Also da hängt dann Goldman Sachs rum. Zum Beispiel, oder aber auch BlackRock. Sie gehen ja auch alle schön immer durch die Medien und quasi, das sind auch gleich mehr oder weniger dann irgendwie das Böse, weil das ist ja alles mehr oder weniger illegal ist nicht, aber nicht anständig oder. Aber auch es gibt auch dann so Leute wie Bill Ackman Hill, das ist ein Hedgefondsmanager. Und der Kollege, der hat, er kennt die Zahlen, weiß ich jetzt nicht ganz auswendig, er sagt, war über 1 Milliarde, was er verdient hat im Corona-Crash Anfang März, weil er short war
im Aktienmarkt. Und über 1 Milliarde, Leute. Habt ihr schon mal versucht, 1 Milliarde auszugeben? Das ist schon ganz schön viel. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist mir alles egal, ich lasse dich so. Aber Leute, wenn ihr das hier ausklammert, diesen ganzen Finanzmarkt, nochmal, in dem Finanzmarkt werden keine Werte geschaffen. Die Gewinne, die hier umverteilt werden, die müsst ihr erwirtschaften, wenn ihr auf der angestellten selbstständigen Seite seid. Wenn ihr auf der Lohnarbeiterseite seid, dann müsst ihr diese Gewinne erwirtschaften. Und man kann jetzt sagen, das ist alles böse, aber das gehört zum Kapitalismus eben dazu. Weil eben der Kapitalismus eben aus diesen zwei Gruppierungen gehört. Und der Finanzmarkt, das ist eben der Marktplatz für die Kapitalisten. Und deshalb ist meine Schlussfolgerung jetzt einfach daraus, dass ich sage, okay, ich versuche dort, ich überlasse eben diesen Marktplatz nicht den großen Bill Ackman, Goldman Sachs, BlackRock. Bei BlackRock ist noch krasser, noch blöder eigentlich, wenn sich da Leute dann sagen, oh, BlackRock, die sind alle so böse. BlackRock ist ein Vermögensverwalter. Da hat Friedrich Merz auf jeden Fall recht. Kein Mensch braucht BlackRock. Nur wenn ihr quasi sagt, das ganze Investmentseite, die interessiert mich nicht, dann braucht ihr BlackRock. Euer Kapital, weil ihr bringt es irgendwie zur Bank oder zahlt es in eine Lebensversicherung, irgendwie wird es in diesen Finanzmarkt geraten. Und dann sind Vermögensverwalter nicht weit. Also indirekt werdet ihr wahrscheinlich dann genau diese Firmen, die ihr so böse findet, unterstützen. Obwohl gerade eine Firma wie BlackRock kein Mensch braucht. Weil ihr könnt durch die Digitalisierung eure ganze Investments komplett selber managen. Also das allein das hier schon ist, müsste schon einen Gedanken oder müsste euch dazu bringen, vielleicht doch mal sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Für mich war dann der zweite Punkt, ich war auf der Investorenseite und aber jetzt möchte ich irgendwie versuchen, eben das nochmal zu erweitern, eben durch eine weitere Einkommensquelle und das ist eben diese unternehmerische Seite. Optionshandel ist im Prinzip eine unternehmerische Tätigkeit. Warum ist das so? Also Optionshandel ganz grob, das sind Absicherungsgeschäfte, was da getätigt wird. Das ist könnte so ähnlich, also Absicherungsgeschäfte hauptsächlich im Finanzmarkt. Es gibt da auch, wenn man Rohstoffe Optionen verkauft, hat man auch einen Link zum Gütermarkt. Aber jetzt, wenn man es jetzt mal nur auf, sage ich mal, Finanzprodukte reduziert, dann sind es Absicherungsgeschäfte, die ihr mit einer Versicherung vergleichen könnt im Gütermarkt. Also wenn ihr jetzt eine Autoversicherung habt, dann versichert ihr euch, dass wenn ein Schaden auftritt, dass der eben von der Versicherung getragen wird und ihr reduziert dadurch euer Risiko. Und Optionsgeschäfte sind im Prinzip das Gleiche, nur dass was anderes abgesichert wird. Also im Detail unterscheiden sie sich natürlich schon. Das wird man, wenn man auch auf die Berechnungsmethoden mal eingehen, wird man das sehen. Aber so als erster. Ja, als erste, dass ihr überhaupt nur eine Vorstellung davon habt, denkt einfach so, hier werden Wertpapiergeschäfte abgesichert. Und der große Unterschied jetzt eben daran ist, und warum ist das jetzt eher eine unternehmerische Tätigkeit? Das liegt einfach daran, dass es eben, und das ist ja der fundamentale Unterschied von der Kapitalseite zu der Lohnarbeiterseite oder eben zu Angestellten und Selbstständigen, dass es eben nicht das Einkommen oder der Gewinn, also der Profit, ist eben nicht abhängig von eurer Zeit, sondern abhängig von eurem eingesetzten Kapital. Und deshalb habe ich jetzt mich dazu entschlossen, und deshalb kommt auch diese Gründung durch die GmbH mit dazu, das nochmal zu professionalisieren, ebenso, dass ich jetzt diesen Quadrant decke ich jetzt ab, diesen Quadrant decke ich jetzt ab und diesen Quadrant decke ich dann da damit ab. Soweit, das war das Video. Das war jetzt ein bisschen länger. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen weitergeholfen und ich konnte meine Gedankengänge so einigermaßen euch weitergeben. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich muss mal schauen, ob es eher zum GmbH-Teil gehört oder eben zum Optionsteil. Es hängt ein bisschen davon ab, wie es in dem Prozess gerade bei der Gründung vorangeht. Ja,
Wir sehen uns dann aber trotzdem hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Ciao.